Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Medientage-Veranstaltung Wir sind Vielfalt, wie unsere Medien bunter werden. Bitte begrüßen Sie Ihre Moderatorin Nazan Eckes. Ja, schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen. Ein großes Hallo an Sie zu Hause, an den Bildschirmen, im Homeoffice, auf dem Sofa, wo auch immer Sie gerade unseren Stream verfolgen, seien Sie herzlich willkommen. Ja, dies ist eine Initiative der Medientage München, eine Veranstaltung, die es so in den Vorjahren noch nicht gab. Wir sind Vielfalt. Wie unsere Medien bunter werden. Das ist die große Frage. Und das heißt, wir wollen die Verantwortung der Medien und der Entertainment-Branche beleuchten, hinsichtlich der Bestrebungen, gegen Rassismus und Ausgrenzung einzutreten, selbstverständlich, also wirklich selbstverständliche, nicht auferlegte, nicht aufgesetzte Diversität und Inklusion zu fördern. Wir alle sollten inzwischen, glaube ich, gemerkt haben, wenn man die Medien verfolgt und wenn man sich so umschaut, dass es da tatsächlich noch Handlungsbedarf gibt und dass da noch einiges zu tun ist und dass das dringend notwendig ist und dass wir, die Medien, natürlich eine unglaublich große Verantwortung dabei tragen. Ich freue mich daher sehr, dass ich heute eine Reihe von Medienmachern und Verantwortlichen begrüßen darf, die alle aus ihren ganz persönlichen Erfahrungen schöpfen und darüber berichten, wie sie das alles erleben, was sie auch bewegen können in ihrem Medienalltag. Sie zeigen natürlich auch auf, was vielleicht schon ganz gut läuft und wo es tatsächlich noch Verbesserungsbedarf gibt. Ja, und den ersten Aufschlag, den macht ein wahres Multitalent, wobei ich persönlich finde, dass Multitalent fast noch untertrieben ist. Unsere Keynote-Speakerin ist Deutsche mit ghanaischen Wurzeln. Als Brand- und Social-Media-Consultant hat sie wirklich tolle Marken wie Coca-Cola, Adidas und Nike beraten. Mit ihrer Curl Agency in Berlin kümmert sie sich heute um kulturell diverses Brandmanagement, veranstaltet mit der CurlCon ihr eigenes Festival rund um Afro-Hair, Beauty und Lifestyle. Und sie ist auch als Podcasterin aktiv unter dem Titel Young, Broke and Sharp. Und das ist noch längst nicht alles. Da steckt noch viel mehr dahinter. Ich freue mich sehr. Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen nach Berlin. Hier ist Nana Edison. Hallo. Hallo, Dankeschön. Nana. Bitteschön. Danke, Nazan. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich total. Ich grüße euch aus Berlin. Tatsächlich bin ich nämlich hier auch hier versteckt im Backoffice von unserer Produktion, denn ab morgen startet die CurlCon, wie Nazan schon gesagt hat, Deutschlands größte Afro-Haar-, Beauty- und Lifestyle-Messe. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema angekommen, nämlich Diversität und Inklusion und warum ich diese ganze Sache gemacht habe, die Agentur gegründet habe. Und das liegt daran, dass in Deutschland offensichtlich ein Mangel liegt. Und als Unternehmerin, beziehungsweise als Kundin, als Konsument, als Zuschauer, als Viewer oder auch als Leserin oder Zuhörerin bei einem Podcast, ist dieser Mangel in der Gesellschaft natürlich für mich ganz stark spürbar. Als Unternehmerin sehe ich das natürlich als Chance. Und das möchte ich euch heute vermitteln, denn ihr seid hier die Medienmacher, die Medienschaffende und Schaffenden. Und auch wenn alles eigentlich schon viel zu spät ist, aus meiner Sicht als Konsumentin, als Kundin, habt ihr doch immer noch eine Chance, die Veränderung mitzubringen. Und was ist nun dieser Mangel, von dem ich hier spreche? Der Mangel, den ich meine und den ich euch heute ein bisschen erläutern möchte, ist die Eindimensionalität in den Medien, in New Media oder in der Content-Kreation, je nachdem, wo ihr euch befindet oder wie ihr das bezeichnen möchtet. Das heißt, im Ich und auch 25% der Menschen, die in Deutschland leben, sprich jeder vierte in Deutschland lebende Mensch, sehen sich nicht in den Medien oder fühlen sich nicht repräsentiert in den Medien. Und die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist so ein bisschen, warum? Jeder hat da seine Ansätze, jeder hat da seine Recherche gemacht und ich glaube, es gibt einen großen Pool an Informationen, woran das liegen kann. Aber für mich ist auf jeden Fall ein großer, großer Faktor des Mangels, dass der Content innerhalb der Medien einfach viel zu eindimensional ist. Das heißt, die Leute beschäftigen sich nicht mit den Leuten, über die sie sprechen, beziehungsweise mit den Leuten, über die sie nicht sprechen. Deswegen wahrscheinlich auch. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist nicht neu, wie schon gesagt, wir sind verdammt spät dran, aber es ist immer noch eine Chance. Okay, also rassistischer Content ist ein Problem. Falsche Bezeichnungen sind natürlich ein Riesenproblem.
Langweilige Storylines, langweilige Skripte, eigentlich immer dieselben Leute, die man so im Film und TV sieht, selbst jetzt, wo es Streaming gibt, scheint es so, dass in Deutschland in der Produktion das trotzdem das nicht irgendwie vervielfältigt, sondern dann dieselben Leute dann halt die Filme produzieren oder vor der Kamera stehen, die wir oder ich dann halt auch streame. Aber in der im Zeitalter von Internet und vom Informationszeitalter im Kontext von Content ist halt jegliche Art von Medien, jegliche Art von Bild- oder Audiomaterial oder auch Lesematerial automatisch für ein globales Publikum gemacht. Und wenn ich global meine, meine ich auch Deutschland. Denn wie gesagt, 25% der Menschen, die in Deutschland leben, sind nicht weiß. Das heißt, den Content, der produziert werden muss, die Filme, die Serien, alles, was produziert werden muss, muss das mitdenken, dass die Welt zuschaut und vor allem auch, dass in Deutschland 25% auch zuschauen, die bis jetzt nicht vollständig repräsentiert sind. Medien kreieren ein Bild von der Gesellschaft und das Bild, was in unseren Medien in Deutschland momentan ist, spiegelt nicht die Gesellschaft wider. Und das sendet halt ein ganz klares Signal an diese 25%, an jeden vierten Menschen, der in Deutschland lebt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Was soll man machen? Wie geht man das an? Was sind irgendwie die First Steps, um das umzusetzen? Und was ich euch mitgeben möchte, ist ein Nugget, der für mich sich ganz klar herauskristallisiert hat und weshalb ich dann letztendlich auch meine Agentur gegründet habe. Und dieser Nugget, glaube ich, in dem birgt eine große Chance für euch Medienmacher, Medienschaffende. Wenn ihr das versteht und euch damit tiefgründig beschäftigt, denke ich, kann sich schon einiges verändern. Ich komme ja natürlich aus der Marketingbranche, also ob nun Brandmanagement, Brandconsulting oder Social Media Marketing, Social Media Management, Tourmanagement, Musikaktivierungen, alles Mögliche. Aber davor habe ich in der Tech-Industrie mich noch bewegt, ganz stark, und baue jetzt gerade auch eine App. Dementsprechend habe ich auch viel nerdiges Interesse an der Tech-Welt. Und wenn man ein technisches Produkt baut, also sagen wir mal Software baut, dann kreiert man eine sogenannte User-Persona. Im Marketing wäre das dann wahrscheinlich eine Zielgruppe oder eine Target-Audience. Und diese User-Persona beschreibt in der Regel, wie die Person ist, die man ansprechen möchte, wie die Person denkt oder was die Person gerne macht in ihrer Freizeit. Und mit dieser User-Persona versucht man dann mit seinem Produkt quasi, oder man versucht mit seinem Produkt oder mit seiner Software, was auch immer, diese User-Persona dann anzusprechen. Und ich glaube, das Problem bei den Medien, aber auch in fast allen konsumorientierten Unternehmungen ist, dass diese User-Persona oder diese Zielgruppe einfach viel zu eindimensional gebaut wird. In der Regel sagt man, okay, es ist ein Mann, es ist eine Frau, sie ist so und so viel alt, sie hat Hobbys und sie hat vielleicht noch dieses Einkommen. Und das reicht aber einfach nicht aus. Wir müssen nämlich nach Identität schreiben, also Storylines, Skripte, müssen nach Identität geschrieben werden und nicht einfach nur nach diesen 3, 4 Bausteinen. Und Identität bedeutet nämlich mehr Dimensionen als nur mein Alter, meine Gender, mein Einkommen und vielleicht noch meine Hobbys. Identitäts-Persona-Gruppen kreiert man in 5 Schichten. Und das habe ich entwickelt im letzten Jahr und habe mich darauf spezialisiert. Und das fahre ich jetzt mittlerweile seit einem Jahr und das fahre ich jetzt auch sehr gut schon seit einem Jahr. Dementsprechend berate ich Firmen, Unternehmungen, Marken darin, sich diverser und vor allem komplexer mit diesen Zielgruppen zu beschäftigen, um sie so besser zu verstehen, um so ihre Produkte, ihre Geschichten besser zu schreiben. Also, was sind denn diese 5 Schichten, die eine Identität einer sogenannten User-Persona ausmacht? Aus meiner Sicht ist das natürlich Gender. Und ich glaube, da hat Deutschland schon viel Arbeit geleistet. Und die deutschen Medien auch. Da geht immer noch mehr. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Der zweite Punkt ist Race.
in Anführungszeichen Rasse, das Wort, das ja nicht mehr ins Grundgesetz soll. Das ist übrigens ein politisches Konstrukt und es ist kein biologisches Faktum. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Race existiert nicht, es ist ein Konstrukt. Ja? Das hat nichts mit Biologie zu tun. Und Race beschreibt die reinen sichtbaren Merkmale. An mir zum Beispiel wäre das meine Haartextur, meine Hautfarbe. Das sind sichtbare Merkmale, wie meine Nase ist, wie voll meine Lippen sind. Das sind sichtbare Merkmale, nachdem ich in eine Race kategorisiert werde. Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir eine schwarze Frau. Keine farbige Frau, das sagt man übrigens auch nicht, sondern eine schwarze Frau. Die dritte Schicht ist dann die Schicht der Ethnie. Race ist nicht Ethnie, das sind zwei verschiedene Sachen. Wie gesagt, Race ist das, was man sichtbar erkennt. Eine Ethnie ist eine kulturelle Zugehörigkeit. Man spricht da von einem Tribe oder einem Stamm oder ich weiß nicht, wie man in Deutschland da einen anderen Kontext für finden würde. Und diese Ethnie beschreibt Werte, nach denen man lebt. Ja? Werte, kulturelle Kontexte. Aber die sind wirklich sehr spezifisch dann immer noch auf diese Tribe-Zugehörigkeit. Ja? Der vierte Faktor oder die vierte Layer ist Kultur. Und Kultur beschreibt Lifestyle. Das heißt Musikkultur, Modekultur, Esskultur, Sprachkultur. Das gehört alles unter dem Schirm Kultur. Und der fünfte Aspekt oder die fünfte Schicht ist dann Nationality, Nationalität. Das heißt, wo lebe ich? Was für ein Passport habe ich? Ne? Wo habe ich am meisten gelebt? Das ist so die Nationalität. Und dafür möchte ich euch jetzt ein Beispiel geben. Ich nehme mich als Beispiel und ich baue jetzt mal eine User-Persona über mich. Nach dem Prinzip. Also, ich bin eine Frau. Ich bin eine schwarze Frau. Meine Ethnie ist Ashanti. Ich komme aus Ghana. Und die Ethnie, der Tribe, zu dem ich gehöre, ist der Ashanti-Tribe. Meine Musikkultur ist Hip-Hop, Afrobeat, Punk, Rock und auch Techno. Meine Modekultur ist Streetwear, ein paar sexy Kleider und westafrikanische traditionelle Stoffe. Ja? Meine Esskultur ist auch westafrikanisches Essen, deutsche Hausmannskost, Middle Eastern Food, Asian Food und vor allem auch Fast Food. Und meine Sprachkultur wäre der Ruhrpott-Slang, denn ich komme eigentlich aus Essen und ich sage ganz viel Watt und Dat und Watt und Dat, wenn ich sauer werde. Aber ich benutze auch viele Anglizismen und ich spreche Pidgin-English zwischendurch, wenn ich Deutsch spreche und auch ganz viele Ebonics. Und das fünfte, meine Nationalität, wäre dann Deutsch-Ghanaisch oder Ghanaisch-Deutsch. Und was merkt ihr hier? Merkt ihr hier einen Unterschied? Es gibt einen riesen Unterschied zwischen meinem Alter, meiner Gender, meine Hobbys und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wo ich noch wohne und diesem ganzen Spektrum von Informationen, die auf diesen fünf Schichten gerade liegen. Und das kriegt man nicht hin mit einer homogenen weißen Männergruppe hinter der Kamera oder in der Produktion. Denn das, was ich euch gerade beschrieben habe, erzählt von Dingen, die die meisten oder viele Menschen nicht in der Gesamtheit verstehen. Also ich wette, einige von euch wissen nicht, was Pidgin English ist. Und ich wette, einige von euch wissen nicht, was Ebonics sind. Ich wette, einige von euch wissen nicht, was Ashanti ist. Und ich wette, einige von euch wissen auch nicht unbedingt, was West African Food ist. Das heißt, wenn man sich diese User-Persona bauen möchte, stellt man relativ schnell fest, wenn man noch in einer homogenen Gruppe sitzt, dass man diese Person nicht ausschreiben kann. Man kann nicht alle Nuancen beschreiben, denn man hat nicht alle Informationen und nicht alles kann man erlernen. Manche Sachen müssen gelebt werden, die wurden schon gelebt. Und da gilt es dann nämlich bei dem Bauen und bei dem Kreieren nach Identität, sich dann natürlich auch die Experten dazu zu holen. Menschen, die das wirklich erlebt haben, Menschen, die das wirklich leben und damit noch zusätzlichen Input geben können, der über die Expertise oder das, was man gelernt hat, ob nun als Screenwriter oder als Kameraperson oder als Produzent das Handwerk gelernt hat, noch zusätzliche Informationen hat, die man nämlich nicht erlernen oder ergoogeln kann. Das ist Diversität. Diversität schafft Qualität und Diversität schafft auch Perspektive und ein breites Spektrum an Informationen, aus denen man schöpfen kann. Und so kreiert man interessante Geschichten für interessante Personen, für ein interessantes Deutschland, was es ja auch eigentlich ist, was wir nur in den Medien überhaupt nicht sehen, und ist inklusiv.
Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass dieser kleine Input, dieser kleine Impuls, den ich euch gegeben habe im Kontext von Kreieren nach Identitäten, euch dazu ermutigt und befähigt, euch ein bisschen mehr mit diesen 5 Layers der sogenannten User-Persona zu beschäftigen und mal zu schauen, zu Hause oder beim nächsten Writers Room oder so zu schauen, ob ihr die Person mal danach gestalten wollt und wie viel mehr ihr dann daraus bekommt. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Nada Addison, vielen herzlichen Dank für diese unglaublich inspirierende Ansprache und für diese wichtige Message. Ich glaube, diesen Impuls, wie Sie selber gesagt haben, den werden jetzt ganz viele mitnehmen. Hier im Studio haben alle sehr aufmerksam zugehört und ich bin mir sicher, vor den Bildschirmen zu Hause war das nicht anders. Vielen herzlichen Dank und alles Gute nach Berlin. Danke. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben uns für heute 2 Felder vorgenommen, über die wir heute etwas detaillierter sprechen wollen. Zum einen Fiction und zum anderen sprechen wir heute natürlich auch über den Journalismus. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit dem Thema Fiction. Die Filme und Serien, die so bisher im deutschen Fernsehen laufen, die mussten sich in letzter Zeit immer öfter die Kritik anhören, dass sie meist viel weniger divers sein, als die eigentliche Gesellschaft ja ist. Und dass das Anderssein oft eher, sagen wir mal, problembehaftet dargestellt wird. Und im selben Atemzug heißt es dann wiederum, dass die Streaming-Plattformen, die Streaming-Dienste wie Netflix eben, dass die schon viel weiter sind und dass da das Thema Diversity viel, viel selbstverständlicher und unverkrampfter dargestellt wird. Die Frage ist, ist das wirklich so und wenn ja, warum? Und dazu ist jetzt aus Amsterdam eine weitere sehr, sehr spannende Frau zugeschaltet, die für die deutschen Netflix-Serien zuständig ist. Und das ist Rachel Agabin. Hello, good afternoon. How are you? Hi, good. How are you? Fine, thank you. Everybody is fine in the family and healthy, I hope? Yes, we are looking at, I suppose, further lockdown measures here in the Netherlands as well, so waiting to see what happens, but yeah, same here. And I'm in my comfy place, my home office, where I've spent most of the last 8 months. Okay, so very good to have you today in our show. Let's talk about diversity, of course. When it comes to it, do we have certain rules that all your series creators have to adhere to? Well, an interesting question. I think Netflix is not a big rule guidelines creator. We tend to work in a slightly different way. We have goals. We have ambitions. We, of course, want to entertain a really broad audience. We're a global platform. So naturally, we're speaking to the world. When we create a German show, we're making that show for Germany and to entertain an audience in Germany, but we're also putting that show onto our platform, which then in our service, which goes out into the world. And so, of course, the world is a naturally diverse place. We're making content that should also feel naturally diverse and reflective of our audience, both in Germany and our audience globally. So it really doesn't come down to rules and guidelines for us. It comes down to partnerships. It comes down to conversations, many conversations. It comes down to feeling like we've chosen the right partners who want and share the same goals and ambitions that we share. And it also comes down to looking down the funnel, looking at the funnel, looking into not only what is right in front of us, but what's beneath the surface. And I think that's the work that we've really been working on in the past year or two, is really trying to understand how we broaden that funnel. I think we, as Netflix, I think any broadcaster sits in a position of enormous power and influence. And we recognize that. We recognize that we have an incredible opportunity to open doors for creators, for actors, for actresses, for producers, and for stories. And that's ultimately our goal, is to tell incredible stories and entertain people. And in that way, we look to share common goals, I would say, more than create guidelines. Okay. So you don't have kind of guidelines. Is it all about individual creative decisions, or is it
kind of a mixture of it? It's definitely a mixture. I mean, what we've realized too is it's not easy. You know, I think that the process starts at the very beginning of you know, not even commissioning a show, but in talking about a show or a series, and that from the beginning, looking for content that feels like there's organic opportunities for diversity, looking for partners who we feel share, like I said earlier, that those goals with us, and then together, I think building a group of people who not only want to, you know, want to kind of move in a direction with us, but who also are open-minded, who are curious, who want to lean into trying new things and learning new things and asking the hard questions and having the hard conversations. And in that way, there's, you know, we lean into wanting to kind of find that alignment together early, so that later we're building on a foundation, a shared foundation, as opposed to working at cross purposes with each other. And certainly what I've learned in the last couple of years is that, like I said, starting those conversations early is really the biggest part of it. And looking for, you know, storylines that naturally lend themselves to a diversity of experiences from the beginning. So you're not just in the end saying, oh, we get, you know, 2 weeks before production and we're casting our final roles and we want to kind of add some diversity into our cast at the very end, that's the kind of band-aid solution, I think, that you get to at the end of the process. But if you start in the beginning and think about how can we tell this story in an interesting way? How can we tell this story in a way that's never been told before? How can we, you know, like in an unorthodox, you know, the writer from the beginning, Anna Winger, envisioned this music school, this international music school set in Berlin, which is based on a real thing. And it's a naturally diverse community of kids. And so when we got into the casting process, it wasn't a question of how we were going to approach that casting process. It was just what we were doing because it was what the story demanded. And I think, you know, on another young adult show we're working on right now, we've from the beginning with the creators, you know, wanted to cast this. It's a world of like wealthy teenagers, but we wanted to cast it in the most diverse way. And then I think the other layer to that is then you get into casting these roles, and then you realize, well, is our writer's room set up to write rich storylines for these characters? You know, are we able to truthfully represent these stories on screen? You know, it's one thing to have an actor, you know, playing a role on screen, and it's another thing to have an actor, I think, playing a role that has truth to it as well, and that represents some of the experience of that character truthfully. And so I think that's the other layer you get into is who is telling these stories. You know, and who, and how big is that pool of people that can that has been let in the door, who is telling those stories? How can we, as Netflix, as content creators, open the doors wider? You know, I think anybody in the industry who's working in the industry is a doorway. You know, whether you're a casting director or you're an agent or you're a broadcaster or you're a producer, you're a creator, you're a doorway, and you decide who you open your door to. And so I think as we get deeper into these conversations, you also realize the chain or the cycle or the circle that we're all in together. And you realize that, you know, one person can open a door, but then if these other doors aren't opened, then the kind of virtuous cycle that you're looking for doesn't get created, because, you know, you may want as a broadcaster to put, or as a, you know, a platform or service to put more diversity on in a show. But if the acting pool isn't yet kind of large enough to service those ambitions and those goals, then you're going to run into roadblocks. And so that's where I think
we've really started this work of digging deeper into the kind of beginning part of the funnel, in terms of actors, in terms of writers, in terms of executives, and trying to figure out how to broaden those funnels so that in the next 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, we're creating a totally different pool of people. It's very interesting to hear or to get all these insights as a heavy Netflix user. It's very interesting to me. And I think truth and truthfully are very important keywords. But let's talk about, as I mentioned in your introduction, you're responsible for the German market. So let's talk about some German originals. How is the decision-making process, especially for the German market? What do you consider? What's important? Well, I think, you know, first of all, we are looking to, as I said, entertain people. We want to bring joy. We want to bring an opportunity for people to relax and sit back and enjoy our content. We also, you know, realize that through the opportunity of being such a global platform, we have this we do have this opportunity to make shows that are big and that are widely watched. And so I think something that we definitely are looking for is to find ways to include diversity in our biggest shows. We're not necessarily looking to do kind of small niche shows, let's say. We're looking to do impactful entertainment. And that's why we're looking to put diversity to live within our biggest shows, not just, you know, in the small shows. And then we're also looking for diversity in the big roles, in the front and center roles, not just the kind of, like I said, side roles or the one episode roles. And the decision-making process, you know, we're a very small team at the end of the day, and we do, work really closely with our partners and our producers, you know, day to day to find great ideas. And how would you describe the typical German viewer? Am I typical or is it male? I don't think there is a typical German viewer. I think there's like, I mean, I don't know how to even answer that question. To be honest, I think there's such a wide variety of experiences that people bring, and you know, young, old, male, female, all sorts of ethnic diversities are either watching our content or we want them to be watching our content. And I think that's the other piece of this is that, you know, the more people you include in your content, the more people are going to watch your content. And so, of course, you know, as Netflix, with the goal to entertain a large audience, we want to bring all sorts of people into our service. We want people to see themselves reflected. And do you see a difference between the depiction of diversity in your German series versus the German broadcaster's drama output? What's the difference? What would you say? Well, I can't really speak to what's, you know, going on, let's say, within other organizations. Like all I know is that at Netflix, this is a topic for us. This is a topic we really are focused on pretty much every day in some way, shape, or form. You know, we're talking about ways to tell our stories in a unique way, in a way that feels reflective of the world. And I think that we're making progress. I think that there's a long road ahead of all of us to you know, I think become the to become more, you know, more diverse in the way that we represent our characters on screen and who's telling those stories. And I think that you know, all of these things, like I was saying earlier, kind of need to work together. There's not one person or one company that can really
change, you know, change and shift things. I think that this is like I said, a virtuous cycle that we all kind of need to get into together, whether it be agents, casting directors, those who sit in my position, all the producers we're working with. Like, this is an opportunity for us to create, you know, meaningful, rich stories. And we are fully wanting to take on that challenge every day. And that's what we do. Rachel Egwene, thank you so much for sharing your expertise with us and giving us these insights. Very interesting. And yeah, we can learn of it. Thank you so much. Have a good day and stay healthy. Thank you. Bye-bye. Ja, und aus Sicht der deutschen Fiction ist Netflix natürlich nur ein Teil von vielen. Und darum wollen wir unser Gespräch jetzt ein wenig vertiefen mit einer Regisseurin, mit einer Produzentin und mit einem Auftraggeber. Mit Skylines für Netflix und Deutschland 89 für Amazon Prime Video hat sie zwei vielbeachtete Streaming-Serien geliefert. Jetzt entwickelt sie neue eigene Filme und Serien. Die Autorin und Regisseurin Soline Youssef. Sie hat Arthurs Gesetz zur Serie gemacht und die Bonusfamilie nach Deutschland geholt. Die UFA-Fiction-Produzentin Nathalie Koudiabor. Er zählt zu den Entscheidern mit den meisten Programmplätzen und den größten Budgettöpfen für Filme und Serien im deutschen Fernsehen. Der Redaktionsleiter der ARD Degeto, Christoph Pellander. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich einen echten Gast bei mir im Studio begrüßen darf. Frau Youssef, Sie haben für Netflix gearbeitet. Konnten Sie sich so ein bisschen in dem wiedererkennen, was wir eben mit Rachel Egwene besprochen haben? Also fühlen Sie sich, haben Sie sich bisher selber immer repräsentiert gefühlt? Ich glaube, durch die Streamer oder durch die Art, wie jetzt produziert wird auch, durch diese sozusagen, diese klassischen Erzählmittel des Fernsehens sind ja nicht abgeschafft. Die existieren zwar noch, aber werden jetzt so ein bisschen aufgemischt. Und durch die Streamer bekommen wir Möglichkeiten, ja, viel spannendere Geschichten einfach zu erzählen. Und diese Diversität geht in alle Richtungen. Also das ist nicht nur Haut und Haarfarbe, das ist keine sexuelle Orientierung, sondern das geht durch alle klassischen sozusagen politischen, gesellschaftlichen Schichten. Und ich glaube, die Streamer wirbeln so ein bisschen was auf. Mhm. Und das ist das Schöne, dass diese Bewegung sozusagen jetzt nach vorne geht und man sich selbst reflektieren kann. Ja. Ja. Sie haben das gerade schon teilweise angesprochen, aber was ist denn vielleicht der größte Unterschied zwischen den Streamern und dem klassischen deutschen Fernsehen, so wie wir es bisher kennen? Also ich habe es eben schon mal erwähnt. Ja. Ich glaube, bei Streamern ist es vielleicht so eine Selbstverständlichkeit, die wir vom klassischen deutschen Fernsehen so noch nicht kennen. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, es wird einfach breiter erzählt. Es wird globaler erzählt. Das ist der Unterschied. Also ich kenne durch meine Erfahrung eben auch für das deutsche Fernsehen sozusagen produziert, geschrieben und gedreht zu haben. Das ist natürlich irgendwie immer so der Nachbar nebenan. Oder also verstehen Sie, das ist so ein bisschen näher dran. Also das ist sozusagen ein bisschen, wie soll ich sagen, das Gewöhnliche. Das, was man schon kennt, um ja aufzufangen oder eben wie so ein heimisches Gefühl zu vermitteln. Ja? Und in der globalen Erzählung ist das schon auch eine Geschichte, die viel, oder Geschichten oder Figuren, die viel universeller erzählt werden. Also ein bisschen mehr den Weltkontext oder den politischen Kontext einbeziehen und ich glaube, da auch mehr zu verbinden, ja? Und nicht das Gängige oder nicht die gängigen Mittel auch zu benutzen, um Geschichten zu erzählen, damit man sich wohlfühlt, damit man sozusagen, sondern es ist auch vielleicht ein bisschen sperriger. Es fordert auch heraus und so ein bisschen über den Tellerrand auch hinauszuschauen und erweitert so mehr den Horizont, würde ich jetzt mal sagen. Ein bisschen mehr über dieses, die Feel-Good-Gesellschaft hinaus, genau. Einfach tatsächlich Realität abbilden. Ja, und dann vor allem auch Konfrontation auch in vielerlei Hinsicht mit diesen Figuren und Geschichten, die man erzählt, sich so ein bisschen auch damit auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich in der Gesellschaft, nicht nur zu unterhalten, sondern auch ein bisschen herauszufordern. Absolut. Frau Koudiabor, Herr Pellander, ich grüße Sie auch nochmal zu Hause. Schön, dass Sie heute auch zugeschaltet sind. Frau Koudiabor, sehen Sie das auch so?
Ich glaube, also Solin, hallo übrigens. Hey. Es gibt tatsächlich natürlich eine andere Erzählweise, wenn wir jetzt für die Streamer arbeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da ein bisschen breiter denken können, sicherlich auch diese universellen Geschichten. Und ich glaube auch, dass da eine ganz große Möglichkeit ist, vielleicht tatsächlich aber dadurch wieder realitätsnäher zu erzählen. Weil was wir vorhin ja auch schon gehört haben, ist, dass jeder vierte Deutschland einen Migrationshintergrund hat. Und ich glaube, dass wir das bisher noch gar nicht so richtig auf den deutschen Fernsehschirm bekommen haben. Sie haben ja wiederholt auch selber schon öffentliche Defizite benannt. Woran hapert es denn Ihrer Meinung nach besonders? Na, ich glaube, im Grunde genommen braucht man natürlich auch Partner. Wir machen das ja auch nicht alleine als Produzenten oder die Autoren machen es nicht alleine. Man ist ja ein Team. Das haben wir ja vorhin auch schon von Rachel Agabin gehört. Und ich glaube natürlich, dass jetzt, wenn man in den Sendern Partner hat, die vielleicht auch ein bisschen verstehen, wie wir die Geschichten erzählen wollen, was ja jetzt auch sozusagen eine neue Erzählperspektive ist, die wir einnehmen wollen, dann hilft es natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist und dass vorher alles schlecht erzählt wurde, aber ich glaube, wenn man einen Gegenüber hat, der vielleicht auch aus einer anderen Community mal kommt und ich sag mal, jetzt nicht dieses klassische weiße deutsche Bildungsbürgertum als Background hat, sondern vielleicht auch noch andere Erfahrungen hat, dann hilft es sicher. Herr Pelander, sehen Sie diese Probleme auch und würden Sie sagen, dass sich bei Ihrem Programmangebot da was verändern muss oder passiert schon was? Wie ist Ihre Meinung? Erst einmal hallo und vielen Dank, dass ich hier heute sprechen darf für die ARD Digeto und teilnehmen darf, um Ihre Frage aufzugreifen. Ja, natürlich, es muss sich was bewegen. Es bewegt sich aber auch schon was und das offensichtlich in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist auch in der ARD, in dem Fall in der ARD Digeto stark angekommen. Da wurden Maßnahmen ergriffen, da wurden feste Ziele auch gesetzt. Und wenn man sich unser Programm anguckt, für das die ARD Digeto in erster Linie zuständig ist, ich rede vom Donnerstagabend, vom Freitagabend, aber auch vom Samstag, vom Feiertag, wenn man genau hinsieht, dann wird man erkennen, dass wir weg sind von dem, was früher viel mehr auf dem Bildschirm zu sehen war. Wir haben eine sehr diverse Figurenaufstellung, wir erzählen sehr divers. Ich glaube, wir sind noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und da ist noch ein langer, weiter Weg vor uns. Aber die Marschrichtung ist die richtige. Und wenn ich gerade noch mal an den wirklich sehr, sehr lobenswerten Vortrag meiner Vorrednerin mich daran erinnere, dann weiß ich, dass wir noch Hausaufgaben zu tun haben. Aber ich glaube, wir sind uns dessen sehr bewusst. Sie sagen, dass die ersten Schritte bereits gemacht sind. Gibt es denn erste Erfahrungswerte dazu bezüglich der Einschaltquoten zum Beispiel? Macht sich das bemerkbar? Also wird es besser oder schlechter, wenn Sie mehr diverse Geschichten erzählen oder diverse Figuren die Hauptrolle spielen? Können Sie da schon was sagen? Nein. Und ehrlich gesagt möchte ich auch gar nicht Filme oder Serien danach auswerten müssen, ob möglicherweise wir zu divers oder falsch divers aufgestellt waren. Im Gegenteil, es soll ja die Geschichte am Ende des Tages die Zuschauer erreichen. Und möglicherweise haben wir dann was falsch gemacht, als die, die die Geschichte entwickelt und in Auftrag gegeben haben, gemeinsam immer natürlich auch mit all den Kreativen dahinter, wenn man möglicherweise die Zuschauer nicht erreicht. Unser Ziel ist es, möglichst alle Zuschauergruppen zu erreichen, von jung bis alt, von männlich, weiblich, über alle Geschlechter, über alle Gruppen, über alle Zielgruppen. Und wir müssen unser Programm so aufstellen, dass wir auch alle Zuschauergruppen erreichen. Aber wir fangen nicht an, Programme auszuwählen, zu analysieren. Im Nachgang haben jetzt diverse Figuren, hat Diversität hier besser funktioniert oder schlechter funktioniert. Um ein Beispiel aber mal zu nennen, der erfolgreichste Film im letzten Jahr, also 2019 am Freitag bei uns, wo wir mit 38 Filmen wirklich nahezu wöchentlich oder alle zwei Wochen eine TV-Premiere haben, war ein Film, der den Culture Clash einer deutsch-türkischen Familie erzählt. Und das mit fast 19% Marktanteil. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Film, in dem wir komödiantisch Klischees auch mal brechen, viel, viel mehr erreicht als eine Debatte darüber in einer Talksendung. Über den deutsch-türkischen Culture Clash könnte ich auch noch einiges erzählen. Vielleicht etwas provokante Frage an die beiden Damen, an Frau Koudiabor und Frau Youssef. Kann es sein, vielleicht erstmal Sie, Frau Koudiabor, kann es sein, dass Sie als Frau die ganze Problematik, die wir gerade besprechen, vielleicht etwas dringlicher sehen und Sie auch als jemand, der weiß, männlich und vielleicht eher dem
durchschnittsdeutschen Typ entspricht. Also das, da kann ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Also ich vor allen Dingen merke ich ja, wenn ich natürlich mit Kolleginnen vor allen Dingen spreche, dass die, sage ich mal, diese Diskriminierungserfahrung haben, was sie natürlich durch Gender einfach schon kennen. Ne? Und da findet man natürlich auch schnell Mitstreiter. Ich möchte natürlich auch sagen, dass ich mit Herrn Pelander auch sehr gerne zusammenarbeite. Wir haben auch ein gemeinsames Projekt. Das macht auch sehr viel Spaß. Aber so grundsätzlich, wenn man natürlich das sieht, ist, ich glaube einfach, wir bringen das ja mit, diese andere Erzählperspektive, die lebe ich ja. Das ist ja meine Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue oder auch wie Solin auf die Welt schaut. Das ist ja nicht was, was ich jetzt mir jeden Tag bewusst mache und denke, oh, jetzt möchte ich die Erzählperspektive einnehmen. Also ich glaube, das bringen wir einfach mit. Und genauso wie natürlich der weiße deutsche Mann seine Erzählperspektive hat, habe ich die als ganache deutsche Frau oder Solin hat die. Und ich glaube, das kann ja nur eine weitere Bereicherung sein. Und natürlich sehe ich auch eine Dringlichkeit, weil ich glaube, dass tatsächlich dieses Gatekeeping, was logischerweise stattfindet, die Leute, die entscheiden, was am Ende des Tages produziert wird, natürlich, ich sage mal, die Gatekeeper sich ein bisschen ähnlich sehen. Was sagen Sie dazu? Ich kann das nur unterstützen, was Nathalie sagt. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen sensibilisierter durch den Hintergrund oder durch rassistische und diskriminierende Erfahrungen, da genauer hinzugucken. Und ich muss auch ehrlich mir selbst eingestehen, dass ich auch viel hingenommen habe und jetzt auch durch diesen Diskurs mehr oder verschärfter auf Dinge gucke und darauf achte eben, wie ist eine Frauenfigur erzählt und da gehe ich auch mehr in Konflikte rein. Nicht nur eine Frauenfigur, aber auch, warum sind da eigentlich keine Hauptfiguren mit einem anderen Hintergrund sozusagen, egal wie dieser aussieht, ob der sozial eben oder politisch anders ist oder sexuell Orientierung einfach eine andere bedient sozusagen oder Und ich glaube schon, dass wir da sensibilisierter sind, anders auf die Dinge gucken, durch den Hintergrund, weil wir auch sehr viel mitbringen. Also zum einen habe ich eine Fluchterfahrung zum Beispiel hinter mir. Zum anderen bin ich in einer großen Familie aufgewachsen. Das heißt, schon alleine die Charaktere, die mich umgeben, da gucke ich einfach anders auf, eben viel diverser schon durch meine Familien- oder gesellschaftliche Struktur anders auf Dinge. Und bin da auch politisch anders sozusagen erzogen oder geprägt worden. Und das ist, glaube ich, so, die Vielfalt ist schon gegeben aus persönlichen Gründen, die den Charakter bestimmt haben. Und so guckt man dann auch eben auf Geschichten und inszeniert sie, erzählt sie oder schreibt sie eben. Und ich glaube, das ist das, diese Vielfalt, die ein Mensch selbst mitbringt, die kann sozusagen übergehen im besten Fall auf das Storytelling und auf die Welten und wie produziert wird hierzulande, ja. Herr Pelander, jetzt möchte ich Sie natürlich auch noch mal zu Wort kommen lassen. Wenn hier in dem Fall natürlich aus persönlichen Erfahrungen sozusagen die Geschichten dann eben auch entstehen, wie bekommen Sie Ihren Input? Sind das Gespräche mit Freunden? Ist es das? Also wann ist bei Ihnen so der Moment, wo Sie sagen, das ist echt ein Thema, das müssen wir behandeln? In dem Moment dann, wenn man Defizite sieht. Und um da mal ganz konkret zu werden, in der Zusammenarbeit mit Nathalie Kudiabo, die ja heute mit dabei ist, drehen wir gerade eine Serie in Berlin oder haben sie gestern erfreulicherweise abgedreht, in der genau diese Themen Andersartigkeit, Homosexualität, Rassismus mit einer schwarzen Hauptfigur, mit einer iranischen Hauptfigur. Dort fassen wir diese Konflikte, diese Geschichten an und erzählen sie. Und wir haben die Möglichkeit jetzt auch durch die ARD-Mediathek, Flo Hager war ja auch gestern zu Gast hier bei Ihnen, diese Geschichten nochmal anders anzufassen, als das vielleicht vor ein paar Jahren mit dem Sendeschema, das wir in der ARD haben, möglich gewesen. Wir können jetzt Geschichten anders anfassen, anders bauen, anders erzählen, weil wir sie in andere Gefäße gießen können. Wir können auch mal Serien wie in diesem Fall mit dem Titel All You Need in einer Konfektionierung von 6x20 Minuten oder auch 6x25 Minuten bauen und können so Zielgruppen erreichen, die wir vielleicht auf unseren Primetime-Plätzen um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen möglicherweise verloren haben oder nicht mehr erreichen können. Und ich bin mir sicher, dass wir mit dem Weg, das ist der erste Baustein von vielen, auch wieder Zielgruppen erreichen können, indem wir bewusst auch für die Geschichten erzählen. Sie haben es gerade selber schon angesprochen, also die Serie heißt ja All You Need und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass vier schwule Männer bei dieser Serie im Mittelpunkt stehen. Wie revolutionär ist das eigentlich für die ARD? Ja.
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich dann schon recht revolutionär, denn auf die Pressemitteilung vor wenigen Wochen haben wir doch eine Menge Feedback bekommen, und zwar sehr positives Feedback, auch außer, innerhalb der ARD im Übrigen. Und das hat mir einmal mehr verdeutlicht, dass wir fast zu spät sind mit solch einer Serie. Also die andere Länder machen es uns oder sind uns da deutlich voraus. Und für uns, Nathalie, als Produzentin, Benjamin Kutscher als Autor und Regisseur und für uns als Degeto war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, auch solch ein Format mal zu entwickeln und dort möglicherweise auch mal für Irritationen zu sorgen. Aber ehrlich gesagt kommt mir die Serie schon einige Jahre zu spät. Jetzt, wo wir über diese Serie sprechen, noch eine Frage vielleicht hierzu. Welche Rolle spielt denn dabei? Sie haben selber gesagt, dass es für die Mediathek produziert wird. Was für einen Unterschied spielt dabei, dass es eben für den digitalen Markt produziert wird, für ein sehr, sehr jüngeres Publikum? Wird man da mutiger? Erzählt man da anders? Oder würden Sie das auch genauso für das klassische Fernsehen machen? Na, man muss da ja differenzieren. Ich fange mal an damit, dass wir eine ganz andere Konfektionierung haben. Wir haben hier 20 Minuten, 6x20 Minuten. Die wird man sich anders angucken als einen 90-Minüter oder einen 45-Minuten-Serienformat, wie wir es auch bei uns in der Primetime haben. Also das heißt, damit fängt es schon an, dass man dort andere Geschichten erzählen muss und eine andere Dramaturgie braucht. Wir haben auch natürlich hier die FSK-Frage, die man sich stellen kann. Unser Programm muss bis 22 Uhr im ersten FSK 12 tauglich sein. Ich habe noch nicht alles gesehen von dem, was Benjamin Gutsche inszeniert hat, aber es könnte darauf hinauslaufen, dass es eine FSK 16-Serie wird. Und damit bewegen wir uns dann auch in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, wo wir uns dann über ein Anmeldeverfahren individuell einwählen können und somit dann auch rund um die Uhr sich diese Serie anschauen kann. Also all das eröffnet ja Möglichkeiten, die wir dann auch im linearen System nicht haben. Ja, toll, dass Sie auf jeden Fall diese Möglichkeiten wahrnehmen. Frau Kudiabo, Sie produzieren das Ganze. Vielleicht noch ein ganz kurzer Einblick aus Ihrer Perspektive. Wie war das? Haben alle gesagt sofort, juhu, das machen wir sofort? Oder hat Sie das vielleicht im eigenen Kollegenkreis auch nochmal Überzeugungsarbeit gekostet? Wie ist sozusagen Ihre Seite? Nee, also das war, wie wir sagen, No-Brainer. Nein, es ist auch wirklich so, dass der Christoph Belander eine wahnsinnig tolle Unterstützung ist, die wir jetzt ja erfahren haben bei der Digeto. Also der hat uns eigentlich sehr unterstützt, weiterzugehen, nochmal zu denken und nochmal die Geschichte zu überdenken und auch wirklich ohne Schere im Kopf zu arbeiten. Also was ich total wichtig finde, und das ist ja auch, finde ich, jetzt gerade beim Thema Diversität unglaublich wichtig, wer erzählt die Geschichten? Das sagte Rachel Eggebien ja eben auch noch, ne? Who's telling the story? Und Benjamin Gutsche kommt eben aus der Community und beschreibt sein Berlin aus seiner Sicht. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin da so ein bisschen ein Gast auf dem Projekt, weil ich nicht aus der Community komme. Ich könnte vielleicht ein bisschen was bei der schwarzen Hauptfigur beitragen, aber ich bin natürlich auch kein schwarzer, schwuler Mann. Und da haben wir uns natürlich auch nochmal Input geholt und beraten lassen. Und ich glaube, diese Serie wird eine hohe Authentizität bekommen, gerade weil wir eben sozusagen mit Leuten aus der Community gesprochen haben. Und dann wird es auch ehrlich und echt werden. Und ich glaube auch, dass der Zuschauer diskutieren wird. Wenn Sie für neue Sichtweisen und für neue Erzählweisen plädieren, stoßen Sie da generell auf offene Ohren oder gibt es da auch schon mal Widerstand und hat sich das vielleicht im Laufe der letzten Jahre auch so ein bisschen verändert? Also ich finde, ganz konkret muss man wirklich sagen, seit George Floyd, Black Lives Matter, als das nochmal sehr aufgekommen ist, hat sich sehr viel verändert. Also ich finde, man hat sonst sehr viel gesprochen. Die Leute haben sich das auch angehört, aber ich finde, so Diversität galt immer als so ein bisschen Special Interest. Und da kann man dann so einen Haken drunter machen, wenn man dann vielleicht mal ein Projekt hat, wo dann irgendjemand mitgewirkt hat, der jetzt nicht POC ist, also der beziehungsweise der POC ist, und dann reichte das. Aber ich glaube, jetzt ist eine ganz große Offenheit da. Also ich habe das Gefühl, es wird einem zugehört, was ja immer so der erste Schritt auch ist. Und dass man so einfach die Möglichkeit hat, auch über neue Erzählperspektiven zu sprechen. Dass es einfach klar ist, dass es vielleicht nicht reicht, eine schwarze Figur zu besetzen oder eine türkische Figur. Und dann ist das eigentlich nur so ein bisschen Tokenism, ne? Wie so ein Maskottchen, das irgendwie auch mit dabei ist und man kann da irgendwie einen Haken drunter machen. Sondern ich glaube, es ist total wichtig, dass man eben auch die Erzählperspektive einnimmt und dass diese Figur auch eine eigene Geschichte hat oder dass die vielleicht sogar die Hauptfigur ist, aus deren Perspektive eine Geschichte erzählt wird. Also ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, also ich würde jetzt gerne erzählen, nicht der weiße Mann fährt nach Brasilien und bringt die brasilianische Freundin mit und die Familie fällt irgendwie tot um, sondern
die schwarze Brasilianerin hat plötzlich einen weißen alten Mann und die Familie von ihr fällt tot um, weil sie das unmöglich findet. Also das wäre für mich meine neue Geschichte. Auf die freue ich mich, wenn Sie die dann vielleicht irgendwann umsetzen. Frau Josef, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie Themen und Geschichten pitchen? Gibt es da schon mal Ablehnungen oder schreien alle, ja, machen wir? Wie ist das, wenn man sich eben zu weit weg vom Mainstream entfernt? Ja, es gibt solche und solche Tage. Niederschläge muss man hinnehmen und dann muss man weitermachen. Aber ich habe auch das Gefühl, wie Nathalie sagte, dass die Türen weit offener stehen. Also dass man irgendwie viel, viel weniger vielleicht auch erklären muss. Also man fängt nicht bei null an, man fängt jetzt vielleicht bei zwei an, weil man jetzt so zwei Schritte weiter ist. Und das ist schon mal ein positives Gefühl, worauf man aufbauen kann. Aber ich würde auch sagen, dass es eben nicht reicht, weil Nathalie auch von Tokenism gesprochen hat und wir keine Maskottchenfiguren sind, die sozusagen Positionen erfüllen, um eine oberflächliche Diversity darzustellen, sondern wir müssen tiefer graben und im besten Falle ist diese Auseinandersetzung in der Diversität, die für die Medienlandschaft sozusagen gerade wichtig ist, erfüllt dann oder bewegt was auch beim Menschen selbst sozusagen hinter den Bildschirmen und bewegt in ihnen sozusagen diese Vision von einer Welt, wie sie heute in Deutschland aussieht oder vielleicht auch in der Zukunft eben aussehen kann, wenn sie nicht schon da ist. Meiner Meinung nach ist sie da, sie wurde einfach ignoriert oder eben ja, nicht dargestellt. Und ich glaube, was mir wichtig wäre oder wo ich das Gefühl habe, diese großen Schritte machen zu können, ist dann, wie produziert wird. Also eben, dass solche Projekte nicht als Nischenprojekte bedient werden, die mal im Jahr vielleicht kurz eine Aufmerksamkeit bekommen oder ein Drittel oder nicht mal ein Drittel, 10% von den Gagen, die sozusagen andere große Projekte, die viel mehr vielleicht deutsche Geschichte erzählen, vermeintlich, ja, sich dann zu fragen, ist das nicht eigentlich auch zu der Erkenntnis zu kommen, auch ein Teil deutscher Geschichte, diese Menschen, die Einwanderung, die Gastarbeiter, die Afrodeutschen, also aus der DDR-Zeit in den 60ern bis heute. Also warum erzählt man diese historischen Kontexte nicht aus Perspektiven von Figuren, die bis heute nicht gesehen wurden? Und dann nimmt man auch das richtige Geld oder die Summen in die Hand, diese Projekte auch in der Größe zu behandeln und als eigene Geschichten zu sehen. Und eine Frage, die vielleicht erstmal sehr naheliegend klingt, aber die, glaube ich, ganz, ganz gut aufzeigen kann, wie wichtig das ist, dass zum Beispiel eben Sie oder auch Frau Kudiabor an solchen entscheidenden Positionen sitzen und an kreativen Prozessen beteiligt sind, die eben selber aus persönlichen Erfahrungen schöpfen können, um diese Geschichten authentisch zu erzählen. Wie wichtig ist das und braucht es das noch mehr in Zukunft? Klar, es ist wichtig. Also man sitzt ja am Tisch dann mit. Man erklärt, man spricht, es findet ein Diskurs statt. Es wird nicht mehr behauptet. Plötzlich hat man einen Menschen vor sich, der Erfahrungswerte teilt. Ja? Also man kommt in eine Art Gespräch. Und ich habe das Gefühl, Klischees im deutschen Fernsehen haben bis jetzt in alle Richtungen irgendwie waren vorhanden. Und die zu brechen, ist jetzt sozusagen die Aufgabe aller. Und wie gesagt, da geht es nicht nur sozusagen um Menschen, ob es jetzt Afrodeutsche sind, schwarze Deutsche oder eben Menschen mit Migrationshintergrund, Vordergrund, wie auch immer. Auch ein komisches Wort, oder? Auch ein komisches Wort, ja. Ich weiß nicht, wann man diesen Hintergrund los wird. Aber auf jeden Fall geht es ja auch darum, zu begreifen wie soll ich sagen, die Auseinandersetzung geht dann vielleicht auch über in wirklich das private Leben. Also, dass man Dinge begreift, in den Diskurs kommt und für sich was mitnimmt als Menschen. Also, das ist ja nicht nur, was ist gut für die Wirtschaft, für die Filmwirtschaft, sondern was ist auch gut für mich als Menschen, wenn ich jetzt, ich meine, wir reden hier auch von einem Bildungsfernsehen. Ne? Also, wie hat das Bildungsfernsehen bis heute stattgefunden? Also, ich kann nicht behaupten oder ich würde das nicht unterstreichen, dass man diesem Auftrag sozusagen gerecht geworden ist. Ganz im Gegenteil. Das ging für mich in eine komplett falsche Richtung. Ja. Frau Kudiabor, Sie haben sich bei der UFA Fiction ja so ein bisschen vorgenommen, mehr Projekte von und mit, ich sag mal, People of Color zu entwickeln. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Wie kommen Sie da voran? Ja, wir haben ja einen ganz tollen Development-Deal mit der Firma Pentertainment von Tyron Ricketts. Das sind wir im letzten Jahr eingegangen und haben jetzt schon zwei konkrete Projekte in Entwicklung von auch zwei tollen schwarzen deutschen Autorinnen. Und
Ich glaube, ich hänge jetzt. Ich rede jetzt trotzdem mal weiter. Ich höre Sie. Ich hoffe, Sie hören mich noch. Wir hören Sie noch. Und das ist wirklich eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Das macht total Spaß, wenn dann wirklich mal alle am Tisch sitzen. Und ich glaube, das ist, was Solin eben auch meinte. Man muss quasi nicht von null anfangen. Man fängt schon eigentlich wahrscheinlich eher bei 10 an, wenn man miteinander redet, weil wir natürlich alle eine ähnliche Erfahrung und einen ähnlichen Background haben. Aber das sind auf jeden Fall schon mal 2 konkrete Sachen. Das sind 2 Einzelstücke. Ich selber entwickle aber tatsächlich auch eine chinesisch-deutsche Culture-Clash-Geschichte, die total spannend ist, mit einer chinesisch-deutschen Autorin. Also ich versuche eigentlich immer so Erzählperspektiven zu finden, die wir vielleicht noch nicht gesehen oder gehört haben. Und ich glaube einfach, dass wir so als visuelle Storyteller natürlich auch wirklich so eine Verantwortung haben und auch unsere Gesellschaft verändern können, weil wir die neuen Bilder schaffen. Also wir zeigen ja das, was die Leute sehen und was aufgenommen wird. Und das hat natürlich in den letzten Jahrzehnten einfach anders ausgesehen. Und ich meine, ich bin dann irgendwann mal als Kind dazu gekommen, mir die Cosby-Show anzugucken, weil ich eben keine Leute auf dem Bildschirm gesehen habe, die so aussehen wie ich. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch bei der UFA auch da vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Ja, da gibt es wieder eine Schnittstelle. Wir haben uns früher ganz viele türkische Filme auf VHS damals noch angeguckt. Und liebe Grüße übrigens an Tyron Ricketts, mit dem ich auch jahrelang zusammengearbeitet habe. Eine Frage an Sie alle. Wir haben noch ein bisschen Zeit, so dass ich es toll fände, wenn jeder wirklich diese Frage einmal beantworten möchte. Sollte Fiction Ihrer Meinung nach das Ziel haben, die reale Gesellschaft abzubilden oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, wie positiv Integration wirklich funktionieren kann in der Gesellschaft? Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr heile Welt schaffen, um es jetzt mal blöd zu sagen. Herr Pelander. Ich habe den letzten Halbsatz leider nicht, ist bei mir nicht angekommen. Ja, ich sag's gerne nochmal. Also reicht es oder ist es das Ziel, die reale Gesellschaft abzubilden oder muss man sich vielleicht sogar zur Aufgabe machen, ein Stück weiterzugehen und aufzuzeigen, wie positiv, wie gut das Miteinander in einer diversen Gesellschaft funktionieren könnte? Naja, es muss das Ziel sein, die Selbstverständlichkeit zu zeigen. Und ich mag es mal am Beispiel des Tatorts sagen. Bevor ich zu De Ghetto kam, war ich beim NDR und war für den Furtwängler-Tatort, mit Maria Furtwängler-Tatort zuständig, wo wir mit einer Selbstverständlichkeit eine schwarze Kommissarin integriert haben. Und die heißt mit Nachnamen Schmidt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass man auch ganz selbstbewusst und selbstverständlich Figuren erzählen kann, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen. Und ich glaube, da wird das Thema Bildungsauftrag, das ja gerade auch schon einmal im Raum stand, natürlich auch wichtig. Denn wenn wir es mit unseren großartigen Autoren, die wir natürlich auch in Sachen Diversität mitnehmen, wir machen Workshops, um sie abzuholen, um ihnen zu zeigen, was uns wichtig ist. Genauso wie wir mit den Casterinnen und Castern in Deutschland sprechen und sagen, wir wollen von euch Vorschläge hören und Vorschläge sehen, um die Nation abzubilden in unseren Figuren. Ich möchte ein Beispiel an der Stelle nennen. Wir versuchen auch, weil das eben einmal aufgegriffen wurde, historische Projekte. Wir drehen gerade ein großartiges historisches Projekt, das heißt das Weiße Haus am Rhein. Wir sind im Jahr 1918, eine Zeit, die sicherlich schon des Öfteren mal bespielt wurde. Ich kann mich an kaum ein historisches Projekt erinnern, in dem schwarze Figuren eine Rolle spielten. Was aber recherchiert wurde, ist von unserem großartigen Autor, dass die französischen Besatzer bewusst aufgrund des Rassismus in Deutschland schwarze Franzosen nach Deutschland gebracht haben, um dort für Unruhe zu sorgen. Und das beispielsweise ist Thema dieses Zweiteilers, den wir jetzt gerade drehen und nächstes Jahr ausstrahlen. Das heißt, man kann da auch wirklich mal noch auch selbst in Formaten, in Filmen, in denen man für gewöhnlich gar nicht damit rechnet, dass dort divers erzählt wird, da auch durchaus wiederum Erwartungen brechen. Frau Kuriabo und Frau Risse, vielleicht von Ihnen beiden noch ein kurzes Statement dazu. Wer möchte anfangen? Vielleicht fange ich fang mal, darf ich anfangen? Mein Problem ist, ich sehe mich gerade selber nicht, ich höre Sie nur noch, also deswegen, ich spreche bald noch kurz. Okay. Also ich finde eben, es ist keine Dokumentation, die wir da ja machen in der Fiction. Ne? Also deswegen, ich finde auch bei historischen Stoffen oder beziehungsweise wenn man eine Geschichte in der Vergangenheit ansiedelt, man kann ja doch auch das erzählen, was hätte sein können. Also
ich finde, da haben wir noch viel mehr Erzählmöglichkeiten. Und ich weiß zum Beispiel jetzt Ratched, das ist ja so eine neue Netflix-Serie, da gibt es auch einen total prominenten schwarzen Charakter. Da wurde auch darüber diskutiert, Mensch, kann man das denn machen? Ist das realistisch? Aber da hat der Creator auch gesagt, ja, aber ich möchte ja erzählen, was sein könnte. Und ich glaube auch, dass wir natürlich in der Realität, wie Solin eben auch sagte, sowieso noch hinterherhängen, nicht das abbilden, was wir tatsächlich gesellschaftlich gerade erleben. Aber das Tolle an der Fiction ist ja, uns sind ja keine Grenzen gesetzt. Und deswegen möchte ich eigentlich nur alle ermutigen, auch die Autoren natürlich, da ihre Gedanken noch weiter, ihren Gedanken weiter freien Lauf zu lassen. Ein schöner Appell. Ganz kurz noch von Ihnen. Uns rennt jetzt ein bisschen die Zeit davon. Ja, also es wäre schon ein großer Schritt, wenn man es schaffen würde, überhaupt die jetzige Realität oder wie wir sie leben in unserem Alltag so einfangen zu können. Wie vielfältig das alles ist, in alle Richtungen sozusagen. Und dann den nächsten Schritt zu wagen, sich da auch diesen künstlerischen Visionen zu widmen. Wie könnte eine Gesellschaft eigentlich noch aussehen in der Zukunft? Ja? Und was wünschen wir uns und können wir eigentlich ein Standpunkt dafür sein, wie Leben geführt wird, ob politisch, ob gesellschaftlich? Und das ist, glaube ich, so, da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt, weil wir uns mit der Gegenwart jetzt auseinandersetzen. Ja? Und die Gegenwart, die führt dann natürlich auch zu den Ursachen zurück. Wo haben wir eigentlich angefangen? Warum sind wir da gelandet, wo wir sind? Ist jetzt gerade so ein bisschen eine analytische Phase. Ja, ist auch gut. Die wirkt hoffentlich so Änderungen bei. Aber ich wünsche mir auch, dass wir die Freiheit irgendwann haben, uns sozusagen mehr nach vorne zu bewegen und Vision zu kreieren, die eine Filmlandschaft bebildert, sozusagen, die Einfluss nimmt. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ihnen auch. Das war ein extrem spannendes Gespräch. Ich könnte das noch stundenlang fortführen. Vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben und machen Sie es gut und bleiben auch Sie gesund. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Ja, und wir schauen uns mal ganz kurz an, wie die Medien eigentlich mit diesem Thema umgehen, also mit Rassismus und Diversity. Und ein paar unserer nächsten Gäste sind da übrigens auch dabei. Mein Vater kommt aus Afrika. Als Reporterin für die Follow Me Reports. Oh, der Arme wohnt im Wohnwagen. Black Lives Matter! Black Power! Welche Rolle Rassismus bei uns in Deutschland spielt? Rassismus ist mehr als nur eine Beleidigung. Es ist unser ganzes System. Es ist in unserer Gesellschaft verankert. So, Logo richtig schon groß. Genau. More money, good life in Germany. Du weißt doch, dass ich Deutsch spreche. Wir hatten uns viel erhofft. Viel erhofft. Black Monday, okay. Und dann gab es Unsicherheiten und enorme Volatilitäten. Denn auch in Amerika, die Börsen sind Achterbahn gefahren. Teamfoto. Und jetzt alle. 1, 2, 3, Diversity. Black Lives Matter ist nicht mehr ein Trend. Ja, im Journalismus sollte es natürlich nicht darüber gehen, was gerade im Trend ist oder wie die Wunschbilder aussehen. Zwischen Berlin, Hamburg und München haben wir jetzt eine sehr hochkarätige Runde versammelt, mit der ich die Chancen und Herausforderungen besprechen möchte. Und hier sind unsere Gäste. Als Reporterin für die Follow Me Reports von Funk geht sie oft dahin, wo es weh tut. Als Moderatorin stellt sie Fragen in einer jungen digitalen Variante der NDR Talkshow. Herzlich willkommen, Aminata Belli. Sie erklärt die globalen Zusammenhänge hinter den Nachrichten und widmet sich in ihrem Newsletter What Happened Last Week den Themen, die sonst oft zu kurz kommen. Die Journalistin und Politologin Sham Jaff. Er berichtet für Welt und der Aktionär TV Live vom Frankfurter Börsenparkett und hat als Finanzcoach dieses Jahr einen Bestseller gelandet. Der Moderator, Wirtschaftsjournalist und Buchautor Patrick DeWayne. Er verantwortet die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen und versucht, Tagesschau und Tagesthemen behutsam zu modernisieren. ARD aktuell Chefredakteur Markus Bornheim. Also ein großes Hallo und herzlich willkommen an Sie alle und herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich sehr.
Frau Jeff, ich möchte erstmal mit Ihnen starten. Sie haben letzte Woche in Ihrem E-Mail-Newsletter zum Beispiel über den Anteil von LGBTQ-Politikern im neuseeländischen Parlament berichtet oder über die Polizeigewalt in Nigeria geschrieben. Wie oft kommt es vor, dass die Themen, die Sie behandeln, auch in der Tagesschau zum Beispiel auftauchen? Sehr interessante Frage, nämlich fast gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass auch sehr viele eben das eben sehr oft kritisieren, dass die Themen, die ich im Newsletter eben anspreche, dass es Themen sind, die sehr, sehr verspätet oder vielleicht auch eben zu knapp drankommen im Fernsehen oder auch sogar in den Mainstream-News-Webseiten, wo wir uns irgendwie alle täglich bewegen. Sie sind entweder ein bisschen versteckter, sie sind nicht irgendwie die Frontpage-News, also so Titelblatt-News. Und die Tatsache, dass eben der Newsletter immer mehr Leser und Leserinnen findet, ist auch diesem Mangel zuzuschreiben, ehrlich gesagt. Also, dass sehr viele Themen einfach fehlen und dass Menschen sich denken, ich bin aber auf Social Media und sehe viele andere Themen. Mir sind andere Themen wichtiger und ich sehe sie gar nicht in diesen großen Mainstream-Plattformen. Wie stellen Sie denn die Themen für Ihren Newsletter zusammen? Also was sind die Kriterien dabei, die für Sie wichtig sind? Und warum schreiben Sie auf Englisch? Vielleicht, warum schreibe ich auf Englisch? Der Newsletter hat begonnen, eben eine Art globale News, ein Leserkreis oder Leserinnenkreis aus globalen Weltbürgern eben zu schaffen, dass alle über alle Themen sprechen. Also das heißt, meine Kriterien sind auch so aufgebaut. Einmal ist das Thema global relevant? Ist das Thema etwas, was vielleicht auch unterrepräsentiert ist und ungerechtfertigt unterrepräsentiert ist? Ich nehme sehr gerne Themen aus jeder Sparte, also sind das manchmal auch so sogar archäologische Nachrichten, die unglaublich toll sind, wo wir herausfinden, oh, jetzt haben wir was Neues über unsere Vergangenheit gelernt, jetzt können wir vielleicht neue Mysterien in der Welt aufdecken. Es sind aber auch sehr viele Themen, wie Sie schon angesprochen haben, eben politischer Natur, gesellschaftlicher Natur und auch wirtschaftlicher Natur. Ich bin immer darauf fokussiert, dass in jeder Ausgabe wirklich fast alle Regionen, Sprachregionen, größere Sprachregionen eben drankommen. Also immer darauf fokussiert, dass fast jedes Kontinent immer repräsentiert ist. Und das große Ziel ist, dass wir genau so über Nigeria sprechen, so wie wir über Frankreich sprechen. Also mit sehr viel Respekt für die Geschichte des Landes, mit sehr viel Interesse, mit einem Art, dass wir zum Beispiel, wir reden ja über Frankreich nicht nur die islamophoben Tendenzen, über den islamistischen Terror, der da auch hin und wieder herrscht, oder darüber, dass die Geschlechterungerechtigkeit so hoch ist dort. Wir reden auch über viele andere Sachen, andere Themen aus Frankreich. Und genau, mein Ziel ist es, dass wir wirklich auch über Themen, über Länder sprechen, über die wir manchmal auch ein bisschen Vorurteile haben, aufgrund der Tatsache, wie wir über sie berichten und wie sie in den Medien dargestellt werden, aber auch wie sie in den News dargestellt werden. Herr Bornheim, wen und wessen Interessen haben Sie vor Augen, wenn Sie die Themen für die Tagesschau und die Tagesthemen auswählen? Also mir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sozusagen alle Beitragszahler im Prinzip als Kerngruppe oder als Zielgruppe bei uns vor Augen. Das heißt, wir senden nicht ganz spitz auf eine Zielgruppe hin, sondern wir müssen im Prinzip von denjenigen, die Beitragszahlen, im Prinzip von 18 bis Mitte 90 bis 100, alle, die Beitragszahlen haben, Zahlen im Blick haben, alle Altersstufen, alle Geschlechter, alle Bildungsgrade, für die machen wir die Nachrichten. Inwieweit sehen Sie es denn trotzdem, obwohl es natürlich eine sehr weite Range ist, auch Zielgruppen jenseits der, ich nenne es jetzt mal, weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft, eben diese Menschen auch zu versorgen? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle?
Das spielt eine ganz große Rolle und ich bin da auch ganz ehrlich, da haben wir gerade, also ich überblicke jetzt vor allen Dingen natürlich die Tagesschau-Redaktion am besten, da haben wir einen ganz eklatanten Mangel. Wir haben in der Tat in den letzten Jahrzehnten hat sich so das klassische deutsche weiße Bildungsbürgertum in den Redaktionsstuben, jedenfalls bei uns, mehrheitlich herausgebildet. Und es geht mir gar nicht so sehr darum, dass wir natürlich auch Leute oder Menschen mit Migrationshintergrund, auch ich mag diesen Begriff nicht so wirklich, der war ja schon eben in der Talkrunde davor nicht so beliebt. Mir fällt im Moment auch kein besserer ein, aber ich sage jetzt einfach mal mit anderen kulturellen Wurzeln, mir geht es gar nicht so sehr darum, die Leute auf den Schirm zu bringen, sondern ich habe vor allen Dingen ganz großes Interesse, dass wir mehr Leute mit diesen Erfahrungen, mit anderen kulturellen Wurzeln in die Redaktion bekommen, weil die haben andere Sichtweisen auf die Themen, haben das, was Frau Jeff eben gesagt hat, einen anderen Auswahlprozess, einen Blick auf Themen und mit einer höheren oder mit einer größeren Chance sozusagen, dass diese nicht die klassischen Mainstream-Themen, wie es eben angesprochen worden sind, in die Sendungen, in unterschiedliche Social-Media-Formate bei uns hineingehen. Das dort im Prinzip ein anderer, etwas weiterer Blick einfach angestrebt wird. Ich glaube, wir haben da einen eklatanten Mangel. Wir sind dabei, den zu beheben. Es ist nicht ganz einfach, so einen großen Tanker wie die Tagesschau mit einmal rumzureißen. Kleines Beispiel, wir hatten neulich 10 Stellen ausgeschrieben und darauf haben sich quasi 3 Leute nur beworben, die überhaupt einen, ich nenne es jetzt noch einmal, jemand mit Migrationshintergrund, jemand darauf beworben, die das hatten. Das heißt, wir haben gar nicht so sehr die Auswahl von Leuten, wo wir sagen können, die ziehen wir jetzt aktiv in die Redaktion hinein. Wir haben dann einfach gemerkt, dass wir ein ganz großes Problem haben, die richtige Community anzusprechen, weil wir haben sozusagen die Ausschreibung beim ganz klassischen Weg gemacht und das scheint offenbar nicht mehr der richtige Weg zu sein, um die entsprechenden Blicke und Eindrücke sozusagen in die Redaktion hineinzubekommen. Mhm. Tatsächlich sagte Herr DeWayne gerade, dass er das gar nicht mitbekommen hat, also vielleicht flattert demnächst eine 4. Bewerbung rein. Frau Belli, Sie haben Sie haben gerade sehr aufmerksam zugehört und Sie sind bekannt dafür, dass Sie extrem engagiert sind, extrem politisch sind bei Ihrer Arbeit. Bevor ich zur eigentlichen Frage komme, was mich jetzt in diesem Kontext wahnsinnig interessieren würde, schauen Sie selber die Tagesthemen und die Tagesschau und ist das Ihre Welt? Fühlen Sie sich da angesprochen oder denken Sie jedes Mal, das ist Nachrichten für alle anderen, nur nicht für mich? Hallo erstmal. Ich habe gar nicht Hallo gesagt. Ne? Ich fühle mich schon angesprochen. Nicht unbedingt gesehen, aber ich fühle mich schon angesprochen, weil ich glaube, ich das gar nicht so hinterfrage, weil ich es auch gar nicht anders kenne. Und jetzt auch, es jetzt ja schon diverser ist als vor einigen Jahren, deshalb fühle ich mich da gut, wenn ich es schaue. Wen möchten Sie persönlich denn mit Ihrer Arbeit ansprechen? Was ist Ihre Zielgruppe? Meine Zielgruppe sind eigentlich interessierte Menschen und es ist gar nicht so direkt, dass ich denke, ich möchte die ansprechen, die sonst nicht angesprochen werden oder gehört werden. Ich glaube, das passiert irgendwie ganz automatisch, weil ich mein Schwarzsein und Frausein ja nicht von mir weglegen kann. Also, dass ich Themen mache oder mich für irgendetwas einsetze, da denke ich nicht vorher, ich mache das jetzt, weil ich so bin oder für die und die, sondern es ist einfach selbstverständlich so, dass es letztendlich die Leute am ehesten betrifft oder die es hören sollten, die betroffen sind oder die es hören sollten wahrscheinlich. Aber eigentlich würde ich es gerne meine Arbeit für alle machen. Also ja. Bei Follow Me und auch bei Deep und Deutlich sind Sie ein Teil eines Teams von verschiedenen Hosts. Sind das aus Ihrer persönlichen Sicht denn schon, oder ist das ein gelungenes Abbild stellvertretend für Vielfalt? Also erstmal ist es ja oft so, dass das gelungene Abbild von Vielfalt nach außen hingegeben wird. Also wir sehen Hosts, die sind vielleicht schwarz oder schwul oder Moslem oder wie auch immer, aber in den Redaktionen ist es dann ja trotzdem immer sehr weiß. Das heißt, als erstes finde ich, dass die gelungene Vielfalt nach außen hin ist meist gar keine gelungene Vielfalt, denn sich gemein gesagt mit Diversität zu schmücken, sieht natürlich nett aus,
kann aber dann auch Tokenism sein, wie vorhin schon gesagt, ist also auch nicht die Vielfalt, die ich mir eigentlich wünschte. Und das ist auch letztendlich das Ding, dass wenn wir zwar diverse Hosts sind, wie zum Beispiel bei Deep und Deutlich, ist es ja trotzdem noch innerhalb der Strukturen so, dass wir da eventuell auch mal trotzdem die einzig schwarze Person im Raum sind oder die einzig betroffene Person oder wie auch immer. Deshalb müsste es da auch sehr vielfältiger sein. Und ich finde auch, was Hosts betrifft, ist es nach wie vor so, dass wir zum Beispiel jetzt bei Follow Me und bei Deep und Deutlich alle, ich sage mal, dem Schönheitsideal näher kommen. Also es ist ja nach wie vor so, dass wir im Fernsehen, wenn wir zum Beispiel schwarze Menschen haben, sind die meistens light skin, so wie wir beide hier, also doch nicht ganz so dunkel, ne? Oder zum Beispiel schlank oder zum Beispiel, also diese ganzen Dinge, Menschen ohne Behinderung und so weiter. Also das ist noch nicht so vielfältig, wie es sein sollte, aber auch da sind wir, finde ich, auf einem guten Weg. Herr DeWayne, Sie sind Wirtschaftsjournalist, sind an der Börse, viele kennen Sie auch als Schauspieler. Und gerade an der Börse, bei Ihrer Arbeit, wo es um Objektivität, um Sachlichkeit, um Fakten gehen sollte und vordergründig sicherlich auch geht, spielt da Ihre Hautfarbe, Ihre Herkunft irgendeine Rolle? Merken Sie das? Die spielt überhaupt keine Rolle. Da ist tatsächlich, muss ich ehrlicherweise gestehen, meine Fachkompetenz und meine Expertise von entscheidender Bedeutung. Und da kam es mir tatsächlich zu passe, dass ich im Grunde 13 Jahre professionell als Banker, als Investmentbanker, Aktienhändler gearbeitet habe und aber eine journalistische Neugier hatte, sodass ich mich 2006 nach meiner Zeit bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo wir uns ja auch schon mal kennengelernt hatten, dann engagiert hat in so einer freien Mitarbeit und dann eine Kollegin mich angesprochen hat, du hör mal, hättest du nicht Lust, du hast doch diese beiden Backgrounds, du würdest hier super ins Team passen, einfach von dieser Warte betrachtet. Also hat im Grunde meine Herkunft, wobei ich ja sozusagen eine deutsche Mutter, einen amerikanischen Vater hatte, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, wurde auch nie thematisiert. Tatsächlich, das muss ich sagen, ich habe immer mal so Fragen gestellt, so ein bisschen Argwohn tatsächlich geäußert, so von wegen, naja, spielt das eine Rolle? Ist es irgendwie wichtig für euch? Ist das ein Thema? Und das wurde aber verneint, will ich jetzt nicht sagen, aber es wurde sehr neutral damit umgegangen. Ich sagte, nee, das ist, du bist doch Fachmann sozusagen und deswegen haben wir dich geholt. Außerdem sprichst du ganz vernünftige Sätze so geradeaus. Das ist beim Fernsehen auch immer nicht so schlecht. Und ja, so kam ich dann zu der Stelle sozusagen bei der Aktionär TV. Und wir machen als Dienstleister die Börsenberichterstattung von der Frankfurter Börse, vom Parkett eben für Welt. Aber tatsächlich am Börsenparkett selber gearbeitet habe ich schon im Jahr 2000 und auch davor und danach im Kontext unter anderem für die Deutsche Bank. Aber um meine Brücke zu der vorherigen Talkrunde zu schlagen, im fiktionalen Fernsehen ist es leider immer noch anders. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, tatsächlich. Ja. Ja, genau. Da ist es leider immer noch anders. Ich muss so sagen, ich habe für einen türkischen Fernsehsender gearbeitet, im journalistischen schon, habe zwei eigene Formate moderiert und bei GZSZ im fiktionalen 2004 angefangen. Aber das war die totale Ausnahme, muss man ehrlicherweise sagen. Und es kamen immer nur kleine Rollen und die so tokenized oder tokenisiert waren. Diesen Begriff kenne ich noch nicht, aber den habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Aber das hat man mit mir teilweise gemacht, so dran gebabscht. Naja, wir haben jetzt auch einen Schwarzen, so einen Quotenschwarzen bei uns in unserer Produktion. Es wird jetzt besser, Gott sei Dank. Ich drehe jetzt in München, vorausgesetzt Corona kommt nicht dazwischen, im November und Dezember einen Kinofilm, wo eine schwarze Hauptrolle ist und ich bin sein Mentor. Und da muss man tatsächlich sagen, also da tut sich was, wenngleich das Projekt auch in englischer Sprache angelegt ist. Ist es denn wichtig, dass durch Moderatoren oder Experten wie Sie, die in Ihrem Bereich mit einer völligen Selbstverständlichkeit arbeiten und tatsächlich auch kein Problem mit, im Umgang mit Kollegen haben, ist diese Normalität vielleicht tatsächlich die wichtigste Message, dass man das im Grunde genommen überhaupt nicht thematisiert, sondern nur für das beurteilt wird, was man eben in diesem Beruf darstellt? Mein Vater ist Priester in Amerika und er sagt immer, weißt du Sohn, wir können Menschen nicht ändern, indem wir ihnen sagen, was sie tun oder denken sollen, sondern wir können immer nur Vorbild sein. In dem Fall bin ich ein Role Model. Ich selber als Hintergrund habe drei Kinder, wir haben drei Kinder. Meine Tochter ist blond, hat grüne Augen. Ich habe eine weiße Frau. Ich habe einen türkischen Bruder, eine türkische Schwester. Ich habe afroamerikanische Geschwister, also bunt, wenn man das in diesem Konzept mal darstellen will, ist das, was meine komplette Realität ist.
Und wir laufen tatsächlich nicht jeden Tag rum und fragen uns, wie geht's dir heute eigentlich so als halb Türke, halb Schwarzer oder wie auch immer, sondern wir leben einfach und haben ja, wir wollen ja im Grunde alle, glaube ich, dasselbe. Es geht, glaube ich, um Sichtbarkeit. Und es geht auch um Sichtbarkeit meiner Schwiegermama, die 70 Jahre alt ist und sagt, ich habe so das Gefühl, wenn ich die FAZ aufschlage, es werden vor allen Dingen irgendwelche vermeintlichen Randthemen sehr thematisiert und ich als normale, der Mehrheitsgesellschaft zugehörigen Person finde da kaum statt. Und das kann ich total gut verstehen. Und deswegen ist mein ganz persönlicher, singulärer Ansatz der, wir müssen die Sichtweisen aller Menschen berücksichtigen und viel mehr so Verknüpfungspunkte herstellen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir zu oft so eine Art Konkurrenzkampf haben und wir streiten uns alle um denselben Futtertrog, statt zu begreifen, dass es viel mehr Futtertröge gibt und dass es alles viel breiter aufgestellt ist und dass man es wie mit der Liebe macht, indem man nämlich sagt, wenn wir es teilen, wird es mehr. Und so ist es mit der Sichtbarkeit mit unterschiedlichsten Menschen, denke ich, ganz genauso. Das war eine sehr schöne Überleitung. Frau Belli, wie oft machen Sie die Erfahrung, dass Ihre Hautfarbe in irgendeiner Form überhaupt eine Rolle spielt im Umgang mit Kollegen, mit Gesprächspartnern, privat wie beruflich? Meine Hautfarbe spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, jetzt nach oder während 2020 noch mehr, weil andere Menschen, vor allem weiße Menschen, noch mehr gemerkt haben, dass es eine Rolle spielt in diesem Land, ob man schwarz oder weiß ist. Und auch wenn man gerne denken würde, wir sind alle gleich oder wir sprechen nicht darüber, das ist ja in unserem System ist es ja verankert, dass es eine Rolle spielt. Ich würde mir auch wünschen, dass es nicht so ist. Aber gerade jetzt durch dieses Umdenken, sag ich mal, spielt es noch mehr eine Rolle, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich Themen manchmal ansprechen kann, wenn etwas zum Beispiel problematisch ist oder so, kann ich das sagen und erklären. Und es ist ja auch so, dass man jetzt mal gehört wird und dann gesagt wird, okay, du hast vollkommen recht, wenn wir das so und so darstellen, ist es nicht gut oder das geht in die andere Richtung. Das ist dann stereotypisierend und so weiter und so fort. Das spielt schon eine Rolle, aber meistens spielt es auch keine Rolle. Also für mich ist mein Schwarzsein spielt für mich genauso eine Rolle wie ein Frau sein. Oder also das ist einfach... Ich glaube, wenn man bewusst durch das Leben geht und weiß, dass man, wenn man Dinge erklärt, auch Dinge ändern kann, was ja eigentlich unser Ziel ist. Denn wenn wir einfach so weitermachen wie, keine Ahnung, die schwarzen Menschen vor uns, die Möglichkeit hatten, in den Medien stattzufinden, wie Roberto Blanco, ich habe das Gefühl, da war das damals so, da war man erstmal froh, dass man da sein durfte. Die Zeiten haben sich jetzt geändert, wir sind selbstverständlich da und wir nehmen uns auch unseren Raum und sagen auch, was wir brauchen und was nicht und wie wir das dafür sorgen können, dass alle miteinander besser hier umgehen können. Aber genauso mache ich natürlich ganz viele Sachen, die nichts damit zu tun haben, ob ich eine Frau bin, ob ich schwarz bin, ob ich klein oder groß bin. Das ist oft egal. Wird dann aber thematisiert von anderen Leuten teilweise. Also letztens zum Beispiel habe ich eine Reportage gemacht, da war ich mit der Marine auf dem U-Boot und da spielt es keine Rolle, woher mein Vater kommt. Ne? Aber dann hat auch irgendwer geschrieben, ach ja, eine schwarze Frau bei der Marine, das ist mir zu viel Genderwahn, also völlig bekloppt. Aber das ist auch so, dass ich denke, jo, kann ich nicht einfach nur diesen Job machen, wenn jetzt meine weiße, blonde Kollegin Hannah das gemacht hätte, hätte halt keiner gesagt. Also es wäre halt so, es wäre kein Ding. Da wäre man gar nicht auf die Idee gekommen. Und das ist oft so, dass es dann von außen irgendwer meint, irgendwie das kommentieren zu müssen, obwohl das für uns redaktionell oder für mich eigentlich keine Rolle spielt. Herr Bornheim, nochmal an Sie. Was genau, also Sie haben ja gesagt, selber schon gesagt, dass es noch viel zu tun gibt. Aber was genau tun Sie denn jetzt aktuell, um Diversität sowohl auf dem Bildschirm, aber auch in den Redaktionen, wo der Content ja produziert wird, um die Diversität eben da auch sicherzustellen? Ja, also auf dem Bildschirm, finde ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Aber wie gesagt, ich habe gar nicht so sehr das Bedenken oder die Bedenken, dass wir da ein Problem haben. Wie gesagt, mir geht es vor allen Dingen sozusagen im Backoffice darum, dass wir dort diverser aufgestellt sind. Wir suchen sehr stark nach Mitarbeitern, die andere kulturelle Wurzeln haben. Das geht übrigens nicht nur um die Frage, wo kommen Sie her, also im Sinne von, sind Sie POC, sondern wir haben das Thema zum Beispiel auch Ost-West, ist für uns ein ganz eklatantes Problem. Wir sind relativ wenig ostdeutsche Mitarbeiter hier in Hamburg bei der Tagesschau und bei den Tagesthemen. Da müssen wir zum Beispiel auch dran an dieses Problem.
Und ich möchte nochmal dieses Bild mit den Futtertrögen aufgreifen. Ich glaube, dass das genau das Problem ist. Wir haben genug Futtertröge und müssen im Prinzip für alle, die sichtbar machen, dass es genug für alle da ist. Genau. Wir müssen nur unseren Blick ein wenig weiten. Und ich glaube auch, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf, die Fragen gehen ja immer so ein bisschen, was machen Sie sozusagen in der Tagesschau um 20 Uhr oder in den Tagesthemen? Bei uns ist ja ein sehr starker Aspekt der Bereich Social Media und das, was wir im Digital machen. Und da achten wir, weil es sich dort vor allen Dingen auch um eine jüngere Community geht, dass wir dort viel diverser aufgestellt sind, sage ich jetzt mal, als in den traditionellen linearen Formaten, wo wir natürlich primär im ersten deutschen Fernsehen mit auftreten. Wir achten da gerade im Social-Bereich auf eine größtmögliche Diversität. Da sind wir schon relativ weit gekommen, aber ich sag mal, im klassischen linearen Fernsehen fehlt uns echt noch was. Und es gibt natürlich gescheiterte Fälle von Integration. Es gibt sehr viele positive Fälle von Integration. Bei der Auswahl der Themen ist es natürlich am Ende immer eine doch eine individuelle Entscheidung. Für was entscheidet man sich jetzt? Wie wichtig ist es dabei, aber immer im Hinterkopf zu behalten, dass man eben auch positive Fälle von Integration zeigen muss? Inwiefern wird das alles berücksichtigt? Oder ist man da wirklich auf die Nachricht, auf das Thema an sich konzentriert und sagt, das ist jetzt egal, Nachricht ist Nachricht oder eben keine Nachricht? Also da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also die Tagesschau ist wirklich Nachricht ist Nachricht. Da sind wir sehr konservativ in diesem Fall, wenn man das so sagen will. Und bei den Tagesthemen zum Beispiel legen wir sehr viel Wert darauf, auf gescheiterte, aber auch wunderbar gelungene Integrationsbeispiele, wirklich, wo Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, ihren Abschluss gemacht haben, wegen mir bei der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Dorf angekommen sind und für die das ein vollkommen normales Leben inzwischen geworden ist, hier zu arbeiten, die integriert sind in eine Dorfgemeinschaft, auch das ist ja sehr, sehr wichtig. Da versuchen wir natürlich ich will nicht sagen, eine Stimmung wäre jetzt auch falsch, weil auch das wollen wir natürlich nicht. Nein, wir versuchen einfach, die positiven Beispiele, die es dort gibt, entsprechend darzustellen, weil es sie einfach auch gibt, weil es sie mehrheitlich auch gibt, weil sich ganz, ganz viele Leute engagiert haben, gerade beim Thema Flüchtlinge, dass es in ganz, ganz vielen Fällen positiv ausgegangen ist. Frau Jeff, von welchen journalistischen Angeboten, abgesehen natürlich von Ihrem eigenen Newsletter, fühlen Sie sich denn noch repräsentiert? Also wie es schon mein Vorredner schon gesagt hat, im linearen Fernsehen fühle ich mich nicht wirklich abgeholt. Also wie vielleicht jetzt Frau Belli gesagt hat, ich fühle mich angesprochen, aber ich fühle mich nicht wirklich repräsentiert. Und ich würde sagen, also das lineare Fernsehen ist für mich eh schon ein Medium, das ich mit meinen Eltern verbinde. Also wenn ich meine Eltern mal besuche, dann schaue ich auch mal Fernsehen. Aber tatsächlich bin ich den ganzen Tag auf meinem Handy im Handy unterwegs oder auf dem Laptop unterwegs. Und das sind auch meine Freunde und meine Umgebung, die sind das eben nämlich auch. Und das sind dort gibt es eben vermehrt Formate, viele Programme, die ich dort eher anschaue, die mich dort eher ansprechen und wo ich mich repräsentiert fühle, als jetzt irgendwie im linearen Fernsehen. Und wenn mal was im linearen Fernsehen kommt und dann redet jeder darüber und sagt, guck mal, unglaublich, dass es jetzt endlich mal so ein Format gibt oder endlich mal so eine Show, wo das und das passiert. Und dann kommen wir vielleicht auch wieder zurück. Aber ich glaube, dadurch, dass ich sehe, auch dass in den sozialen Medien und online einfach so viel mehr, so viel was besser passiert und viel bessere Angebote eben dort existieren, ist es ein bisschen schwierig, da mich wieder hinzukriegen. Herr Bornheim, eine Frage, die mir jetzt gerade so spontan in den Kopf schießt, weil Sie das eben so anschaulich geschildert haben, dass die digitalen Nachrichten eben nochmal andere Inhalte berücksichtigen als die Inhalte, die fürs lineare Fernsehen wichtig sind. Sieht die Zukunft so aus, dass man für die junge digitale Welt und für die etwas älteren Herrschaften zwei Nachrichten, also zwei Realitäten schaffen muss? Oder gehen die Bestrebungen eher dahin, da die Schnittstellen zu finden?
Ich glaube auf jeden Fall, dass man die Sichtbarkeit, und wir reden ja jetzt über Diversität, dass man die Diversität sichtbar stärker im Social-Media-Bereich, im digitalen Bereich eher hinbekommt, weil wir da schneller unterwegs sind, weil wir dort viel innovativer sind, als wir, und da glaube ich, tue ich keinem im deutschen Fernsehen Unrecht, als wir das im klassischen linearen Fernsehen einfach sind. Wenn ich mir mal anschaue, wer unsere Hauptgesichter sind, Tagesschau und Tagesthemen, wir haben natürlich mit Linda Zervakis jemanden in der 20 Uhr Tagesschau, die hat einen griechischen Migrationshintergrund. Wir haben mit Ingo Zamparoni jemanden, der einen italienischen Migrationshintergrund hat. Und wir kriegen jetzt demnächst, wenn Jan Hofer in den Ruhestand geht, kommt Julia Sender zu, die hat einen indischen Hintergrund. Das ist sozusagen, das sind unsere drei Gesichter, wo wir, glaube ich, schon mal ganz gut mit unterwegs sind. Und wenn man sich jetzt aber anguckt, wer ist eigentlich bei uns in den digitalen Kanälen unterwegs, dann sehe ich dort viel mehr unterschiedliche Menschen mit viel spannenderen kulturellen Wurzeln, wo viel mehr sozusagen, ich sag mal, durcheinander geht und wo es wahnsinnig interessant ist, diesen Leuten zuzugucken, die viel innovativer sind. Und wir hatten das ja gerade eben schon in der Diskussionsrunde, die vor uns stattgefunden hat zum Thema Fiktion, die erzählen das mit einer ganz anderen Brille, wenn die unterwegs sind. Wenn die ihre Insta-Stories machen, dann haben die per se ihre eigene Brille auf und machen damit ihre Geschichten. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, ein anderes Storytelling, als das, was wir sozusagen in unseren klassischen linearen Formaten im Hauptabend im deutschen Fernsehen natürlich bieten können. Ich möchte Ihnen vier ganz herzlich danken. Danke, dass Sie persönlich hier waren und danke Ihnen dreien. Ich fand, das war sehr wichtig zu erfahren, dass natürlich überall noch wahnsinnig viel passieren muss und dass aber auch schon einige Entscheidungen getroffen worden sind, dass viele Bestrebungen da sind, noch diverser zu werden in den klassischen Medien, aber auch in den Streamingdiensten. Ich danke Ihnen für die persönlichen Erfahrungsberichte. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Und an Sie zu Hause ein Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Das war die erste Ausgabe von Wir sind Vielfalt. Ich hoffe, dass Sie für Ihre Arbeit viel Input mitnehmen konnten. Machen Sie es gut und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Dann hoffentlich mit Live-Publikum und mit Live-Gästen. Alles Gute Ihnen.